Am 1. September 2023 wäre er stolze 100 Jahre alt geworden. Rocky Marciano. Wir blicken heute mit euch ein wenig in die glorreiche Vergangenheit der Boxlegende, nach der Sylvester Stallone seine Rocky-Figur benannte. Also, let's go! Rockys Leben, was, wie wir heute wissen, leider ein tragisches Ende nehmen sollte, fing dabei recht beschaulich an. So wurde Rocco Francis Marchegiano, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, am 1. September 1923 im Bundesstaat Massachusetts als Sohn italienischer Immigranten geboren. Er wuchs mit zwei Brüdern und drei Schwestern auf und verkörperte das Ideal der fleißigen Arbeiterklasse. Sein Geld verdiente er in frühen Zeiten als Schuhmacher oder auch als Straßenarbeiter. 1943 wird er dann von der US Army eingezogen und entdeckt während des Militärdienstes seine Leidenschaft zum Boxen. 1946, kurz vor Ende seiner Dienstzeit, wird er sogar Sieger des Amateurturniers der Streitkräfte. 1947 steigt er dann erstmals als Profi in den Ring und wird als Rocky Marciano of Westover Field angekündigt, ehe er Lee Epperson in seinem ersten Profikampf in der dritten Runde K.O. schlägt. Der Rock from Brockton wird nach anfänglichen Hin und Her dann doch dauerhaft Boxprofi und gewinnt alle seine ersten 16 Profikämpfe souverän und vorzeitig. 9 davon sogar bereits in der ersten Runde. Der Stil des K.O.-Schlägers kommt sehr gut beim Publikum an, sein Name bei den Ringsprechern allerdings nicht. Da diese Probleme haben, seinen vollen Namen auszusprechen, wird er fortan nur Rocky Marciano im Ring angekündigt. Am 24. Mai 1950 folgt der wohl härteste Kampf seiner Karriere, als er im Madison Square Garden gegen den ebenfalls ungeschlagenen Roland Lastarza antritt. Es ist nur einer von 6 Kämpfen, die Rocky über die Runden gehen muss und der einzige, bei dem er nicht eindeutig, sondern nur via Split Decision gewinnen kann. Ich bin immer zwei Prinzipien gefolgt. Das eine war hart zu trainieren und immer in der bestmöglichen Form zu sein. Das zweite war so lange nicht an den Kerl zu denken, bis du ihm im Ring gegenüberstehst und die Glocke erklingt, beschreibt Marciano später sein Erfolgsrezept. Die erste WM-Chance des Brockton Blockbuster kommt aber erst im Kampf 43 im Jahr 1952 gegen den 9 Jahre älteren Champ Jersey Joe Walkett, welchen er in der 13. von 15 Runden ausknockt und den Titel gewinnt. Es folgen 6 Titelverteidigungen gegen das Who is Who seiner Zeit, welche er jeweils bezwingen kann, ehe er mit 32 in den Ruhestand geht. Somit ist Marciano der bisher einzige Schwergewichtschamp, der ungeschlagen abtreten konnte. Gemeinsam mit Joe Louis teilt er sich zudem den Rekord für die höchste K.O.-Quote in Schwergewichts-WM-Fights. Und auch sein Rekord von 49 ungeschlagenen Kämpfen in Folge bleibt fast ewig bestehen. Und selbst Floyd Mayweather Jr. musste etwas tricksen, um diesen 2017 brechen zu können. Der gläubige Katholik Marciano lebte insgesamt skandalfrei und wurde nach seiner Karriere Boxkommentator bzw. Moderator und blieb dem Sport so noch länger erhalten. Im Ring ist Marciano eine Urgewalt gewesen, im Privatleben ein sehr umgänglicher Typ. 1952 bekommen er und Ehefrau Barbara die leibliche Tochter Mary Ann und adaptieren 1969 den Sohn Rocco Kevin. Der 17 Monate alte Filius hat gerade laufen gelernt, als Marciano am 31. August 1969 bei einem verhängnisvollen Flug nach Iowa ums Leben kommt. Das Flugzeug kommt in Turbulenzen und kracht bei der geplanten Notlandung in einen Baum. So erlebt Marciano weder die für seinen Geburtstag einen Tag später geplante Überraschungsparty, noch die Fortschritte seiner beiden Kinder mit eigenen Augen. Ein tragischer Schlusspunkt für das Leben eines der größten Boxer aller Zeiten. In unserer aktuellen Ausgabe haben wir einen noch deutlich ausführlicheren Bericht über Marcianos Leben für euch ausgearbeitet. Schaut also gerne mal rein, es lohnt sich auf jeden Fall. Haut rein!